Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum 12. Spieltag. Eine Partie, die auf Augenhöhe sein könnte. Augsburg empfängt Berlin, Hertha BSC Berlin. Wir sehen Berlin 12., Augsburg 15., also ein Kellerduell. Und auch schon ein bisschen 6-Punkte-Spiel, denn der Gewinner hier, also wenn es Augsburg ist, würden sie Hertha auf jeden Fall überholen. Andersrum hätten sie dann 4 Punkte Vorsprung. Das ist dann schon ein bisschen Abstand auf die Abstiegsplätze. Ja, und dann fangen wir doch mal hier mit der Aufstellung von den Augsburgern an. Kubek ist natürlich im Kasten, dann Lichtensteiner und Max auf den Außenverteidigerpositionen. Vargas, Bayer, Kedira und Richter im Mittelfeld. Und im Sturm Niederlechner und Finn Bogason. Hört sich schon mal nicht so schlecht an. Allerdings, sie bringt es noch nicht so wirklich auf den Rasen. Auf der anderen Seite, bei Berlin ist es auch nicht anders. Und da sieht auch schon so aus. Jahrstein im Kasten, Mittelstädt, Boyota, Stark und Klünter. In der Abwehr Schellbrett davor, in der Offensive Dilrosun, Grujic, Darida und Wolf und im Sturm Ibisevic. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Und jetzt viel Spaß hier mit dieser Preview Augsburg gegen Berlin. Wir starten in die erste Halbzeit. Augsburg hat angestoßen, spielt von links nach rechts in den weißen Trikots mit den grünen Streifen. Und die Berliner sind in schwarz-rot gekleidet. Und da ist schon mal der erste Fehlpass. Nein, es ist ein Foul von den Berlinern. Augsburg hat Freistoß und den wird der Kapitän Bayer ausführen. Bayer mit der hohen Reingabe. Da hinten kommt Finn Bogason nicht ran. Es gibt Elfmeter! Es gibt Elfmeter! Boyota fault hier, wie es aussieht. Finn Bogason, da können wir es mal sehen. Na, was war da? Handspiel vielleicht. Gesicht hat übrigens ein bisschen wie früher Raphael. Finn Bogason läuft selber an und... Jahrstein hält. Es bleibt hier beim 0:0 in der 4. Minute. Elfmeter gehalten vom Schlussmann. Der Berliner war nicht so schlecht platziert. Allerdings, Jahrstein, wenn er halt die Ecke ahnt, ist er da und kann das richten. Augsburg kommt wieder. 14. Minute. Über Richter. Richter. Hohe Eingabe. Das wieder Finn Bogason. Knappes Ding, kein Tor, müsste Abseits gewesen sein. Ja, da ist das Abseits, aber super herausgespielt. Aber Finn Bogason auch knapp vorbei und knapp im Abseits. Nachspielzeit der ersten Halbzeit ist sonst nicht viel los, die Berliner spielen gar nicht. Und Augsburg ist die ganze Zeit am Ball. 4 Minuten Nachspielzeit, wir sind jetzt schon in der 4. Minute, da ist Wolf. Stark, wieder Wolf, ja, sie kommen hinten nicht raus. Augsburg presst gut. Und da hat der Schiedsrichter genug gesehen. Also 0:0 geht es hier in die Halbzeitpause. Augsburg eindeutig die bessere Mannschaft. Haben aber leider auch schon einen Elfmeter verschossen. Sonst hätten wir hier in dieser Partie einen Treffer gesehen. Das wird sich jetzt auch in den Statistiken, denke ich mal, zeigen über die 45 Minuten. Dass Augsburg die Heimmannschaft deutlich stärker in dieser Partie ist als die Gäste. Oder täusche ich mich? 1:1? Nee, ich täusche mich komplett. Okay, es ist eigentlich relativ ausgeglichen, nur der Ballbesitz ist ein bisschen anders. Nachher 15 Uhr, Sheffield United, der Aufsteiger, spielt zu Hause gegen Manchester United. Da könnt ihr auch gerne einschalten, 15 Uhr, wie gesagt. Zweite Halbzeit läuft hier und wir sehen, dass die Hertha jetzt von links nach rechts spielt. Sie hat angestoßen. Sollte jetzt ein bisschen besser Torschüsse herausspielen oder auch mal welche vielleicht nutzen. Oh, super gemacht von Dilrosun. Flanke kommt, da ist Ibisevic, kaum sage ich, fällt hier das 1:0 für die Gäste. Super Antritt von Dilrosun. Und das lässt sich Ibisevic einfach nicht nehmen. Was Kubek da macht, ja, kann man vielleicht mal hinterher fragen. Denn wenn er schon so rauskommt, muss er ihn direkt haben, beziehungsweise rausfausten. Hat er nicht gemacht und somit also hier der erste Treffer vom Kapitän, der Berliner.
Erster Wechsel in dieser Partie. Selke kommt für den Torschuss und IBC steht in der 58. Minute. Deswegen gibt es auch die zarten Pfiffe der Augsburger Fans hier. Aber das ist für eine Heimmannschaft unüblich. Für eine Auswärtsmannschaft ist es gewohnt, wenn die Auswechselspieler Pfiffe bekommen. Ah, super, wieder Selke! Und Kubik, was macht er? Er faust ihn erstmal raus. Können Sie es klären? Die Hertaner sind jetzt stärker in der Partie. Augsburg hat Probleme, überhaupt hinten rauszukommen. Oder beziehungsweise auch überhaupt eine Chance zu kreieren. Nächster Doppelwechsel hier. Kalou ist bei den Berlinern drin. Hahn dafür auch. Bei der Augsburger Niederlechner. Knappes Ding am Pfosten vorbei. So sah es jedenfalls das aus. Hier können wir es mal sehen. Jahrstein wäre da wahrscheinlich. Ja, wäre da noch hingekommen. Und ja, halber Meter ist vorbei. 87. Minute und wir sehen, dass die Berliner mal wieder angreifen mit Säcke. Da ist super Schellbrett. Kubek hält. 88. Minute und der Augsburger Tormann konnte sich mal wieder auszeichnen. Wobei Schellbrett muss den machen. Wenn er schon so frei vor dem Kubek steht, muss er sich nur eine Ecke auswählen und schon rappelt's. Nachspielzeit der 90 Minuten läuft. Augsburg könnte noch vielleicht mit diesem Angriff eine Torchance kreieren. Niederlechner, das Grueso. Aber die Berliner spielen jetzt runter und somit ist hier Schluss. Hertha BSC Berlin holt sich 3 Punkte in Augsburg. Ich schätze mal, wenn es wirklich so ausgeht, dann ist hier auch Schluss für Martin Schmidt, den Trainer der Augsburger. Das war also ein, ja, schon ein bisschen trostloses Spiel. Erste Halbzeit war, fanden ich, die Augsburger stärker, in der zweiten Halbzeit die Berliner jetzt. Berlin haben in der 48. Minute, wie wir sehen können, durch Ibisevic den Führungstreffer und den Siegtreffer erzielt. Und jetzt bin ich mal auf die 90 Minuten Statistiken gespannt. Die sehen so aus, dass hier Berliner am Ende ja doch überlegen sind, auch verdient gewonnen haben. Somit die 3 Punkte mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über 19 nach oben freuen. Ein Kanal-Abo noch. Wenn ihr neu seid, hier ist ja kostenlos. Und dann sehen wir uns nachher 15 Uhr bei der Partie Sheffield United gegen Manchester United. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssi, Kossi.